Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Raube und heute will ich ein Thema behandeln, was wir kürzlich in unserer Facebook-Gruppe aufgeworfen haben. Nämlich heute soll es mal um Point- und Figure-Charts gehen. Und wie wir das als Optionshändler nutzen können, da starten wir mal heute mit diesem Video. Ja, wisst ihr, es gibt eine große Gruppe, die Optionshändler auf Facebook, kann jeder mitmachen. Jeder, der was zum Thema Optionen beizutragen hat, der was lernen will. Wir haben da ganz, ganz viele Mitglieder und ich glaube über 3000 und wirklich eine schöne Gruppe. Und in letzter Zeit hat ein Mitglied, der Herbert, viele Grüße, immer mal wieder Charts vorgestellt, wo viele dann gefragt haben, Mensch, was ist denn das, was du da machst und wie kann man denn das erklären? Und das sind Point- und Figure-Charts. Und immer wenn ich Point- und Figure-Charts sehe, da geht mir das Herz auf, denn eines der allerersten Börsenbücher, die ich wirklich intensiv gelesen und umgesetzt habe, das war dieses hier. Ich mache euch auch einen Link hier unter die in die Videobeschreibung rein. Und zwar ist das Sicher Anlegen mit Point und Figure, klare Signale mit einfachen Methoden. Im Grunde genommen die Bibel aller Point und Figure Trader von Tom Dorsey oder Thomas Dorsey, genau. Das ist 1995 erschienen, dieses Buch, zum ersten Mal in Deutschland im Jahr 2000. Und das ist also noch eine Ausgabe aus dem Jahr 2000. Große Klasse, steht bei mir im Bücherschrank und ist einer meiner Top-Bücher nach wie vor, wenn es um das Thema Börse geht. Und weil in Facebook jemand gefragt hat, woher kenne ich mich denn jetzt auch oder kenne ich mich jetzt plötzlich auch mit P&F aus? Also, ich habe mit Point und Figure das meine allerersten Charts per Hand gemalt auf Millimeterpapier. Ne? Und ihr werdet dann auch gleich sehen, warum und wie einfach das ist und was das für einen großen Vorteil hat. So, warum machen wir das jetzt aber? Sind jetzt plötzlich Point- und Figure-Charts besser als alle anderen? Nein, überhaupt nicht. Was du allerdings mit Point- und Figure-Charts lernen kannst, ist zum einen, dass du Marktbewegungen besser einschätzen kannst. Das heißt, wer sich mit dem Thema mal etwas intensiver beschäftigt, der wird einen etwas anderen Blick auf Marktbewegungen bekommen, weil man mit Hilfe von Point- und Figure-Charts das Marktrauschen schön herausnehmen kann. Das heißt, man sieht wirklich nur noch die relevanten Dinge. Und zum anderen, und das ist auch eine schöne Sache, es gibt neben den klassischen Charts, ne, also ihr könnt euch da Indizes darstellen, ihr könnt euch Aktien darstellen, ihr könnt euch sogar Rohstoffe darstellen, gibt es aber etwas, was mir sehr, sehr gefällt, und zwar sind das Charts, die mehr in den Markt hineinschauen. Ne? Die sind per Hand schwer zu erstellen, aber man kann sie im Internet gut finden. Und das sind, und ich lese euch jetzt mal ein paar Sachen vor, zum Beispiel sowas wie den Bullish Percent Index oder den Nice High Low Index oder den, was haben wir hier noch, zum Beispiel der Bullish Sentiment Index. Ne? All solche Dinge, und die gibt es zum Beispiel bei Stockcharts, bei Barchart, kann man die sich anschauen. Damit man die aber versteht, muss man die Grundlagen von Point und Figure kennen. Und deswegen wollen wir uns jetzt in den kommenden Videos, wird jetzt nicht permanent nur um Point und Figure gehen, aber ich werde das immer mal hier ein bisschen mit einstreuen, werden wir uns also um das Thema Point und Figure kümmern. Okay, also fangen wir mal an. Ich lege das Buch hier mal zur Seite. Was ist der Unterschied zwischen einem normalen Chart und einem Point und Figure Chart? Wie sind normale Charts aufgebaut? Du hast hier immer eine Zeitebene. Und du hast immer eine Preisebene. Und jedes Mal, wenn eine Zeiteinheit vergeht, wird eben der Preis, der sich in dieser Zeitebene abgespielt hat, aufgetragen. Da gibt es verschiedene Punkte. Also man könnte sagen, okay, in einem Linienchart wird der Schlusskurs eingetragen. Das heißt hier einfach nur ein Punkt und am nächsten Tag halt wieder ein Punkt. Ne? Dann wird das verbunden. Kennt ihr, klassischer Linienchart. Wenn ihr einen Barchart habt, ne, wo also nur die Eröffnung, der Schlusskurs, das Hoch und das Tief, das sind dann diese Charts hier, ne? Die kennt ihr vielleicht auch. Und was die meisten wahrscheinlich von euch verwenden, was ich auch tue, das sind Candlesticks. Ne? Also wo man sagt, okay, du hast hier eine Eröffnung und dann hast du eine Tagesveränderung, einen Hochpunkt, einen Tiefpunkt. Je nachdem, welche Farbe die dann hat, erkennt man sehr schnell, wenn die rot ist, Abwärtstag, wenn die grün war, Aufwärtstag. Also das ist das Klassische, was jeder so kennt. Ne? So, was ist jetzt Besondere an diesen Charts? Das Besondere ist, dass jeder Zeiteinheit auch wirklich entweder ein Punkt oder eine Candle oder ein Bar
zugetragen wird. Das heißt also, wenn du dir zum Beispiel einen 5-Minuten-Chart anschaust, dann wird eben alle 5 Minuten so eine fertige neue Candle gezeichnet. Tageschart genauso, Wochenchart genauso, Monatschart. Ne? Das heißt, jede Zeiteinheit hat einen Punkt im Chart. So, jetzt ist es doch aber so, das wisst ihr doch alle auch, dass oftmals am Ende eines Tages, am Ende einer Woche in den Märkten überhaupt nichts passiert ist. Ne? Also wenn du jetzt zum Beispiel hier sagst, okay, du hattest, ich mache jetzt mal hier die Bars, weil das einfacher ist. Der Markt hat hier am Montag eröffnet und dann ging es halt nach oben und dann hat er hier geschlossen und am nächsten Tag hatten wir das von mir aus und dann hatten wir, am nächsten Tag ging es ein bisschen nach oben, dann ging es wieder runter und naja, was weiß ich, ne? ihr kennt das alle, was es da so gibt. Und am Ende ist aber, muss man sagen, eigentlich in dieser Woche überhaupt nicht viel passiert, außer Rauschen. Ne? Das, was man als Rauschen bezeichnet. Es ging wieder richtig nach oben, es ging wieder richtig nach unten. Es gab eigentlich keine wirklich kursrelevanten Bewegungen. Nichtsdestotrotz schauen wir immer auf diese Charts und versuchen immer irgendetwas hinein zu interpretieren. Am meisten ist es dann noch so, dass das bei Candlesticks ist. Da gibt es ja tausend vielleicht jetzt übertrieben, aber da gibt es ja ganz, ganz viele verschiedene Muster. Und das gibt es eben hier bei allen Charts, die eine Zeitebene haben. So, jetzt haben die Erfinder von Point and Figure, ich muss nochmal nachlesen, woher das überhaupt kommt, ich weiß es jetzt auch gar nicht, ist mir persönlich aber auch nicht ganz wichtig, die haben sich jetzt Folgendes überlegt. Wenn doch die Zeiteinheit dazu da ist, auch das ganze Rauschen mit abzudecken, könnten wir nicht die Zeiteinheit oder die Zeitachse weglassen und wirklich nur die kursrelevanten Bewegungen machen. Also, dass wir sagen, okay, was war denn in der Woche wirklich, gab es denn, oder in der Zeiteinheit, die ihr euch anschaut, gab es denn da wirklich kursrelevante Bewegungen? Und falls es die nicht gab, dann bilden wir die im Chart auch gar nicht erst ab, sodass wir das ganze Rauschen, dieses, die Amerikaner sagen dazu Noise, an der Börse, dass dieses ganze Rauschen weggeht, ne? Dass wir nur noch klare Punkte sehen. Wo hat sich wirklich was an den Märkten getan? Und da sind diese Point-and-Figure-Charts entstanden. So, und diese Point-and-Figure-Charts, die sind relativ simpel aufgebaut. Und zwar werden die, das Wichtigste, was ihr euch da nur merken müsst, ist, es gibt ein X und es gibt ein O. Und das X, das steht für steigende Kurse. Und das O steht für fallende Kurse. Und jetzt wird Folgendes gemacht. Jetzt wird immer, wenn jede Preisbewegung bekommt, eine bestimmte Größe zugeordnet. Also nehmen wir mal an, wir haben hier eine Aktie und die kostet von mir aus $100. Komm, machen wir es einfach. $100 kostet eine Aktie. Und jetzt sagt man, ich möchte nur Preisbewegungen sehen, die mindestens $1 sind. Unter einem Dollar interessiert mich das Ganze nicht. Also wenn sich der Kurs an dem Tag letztendlich nur um 30 Cent bewegt oder zwar $2 schwankt, am Ende aber nur 30 Cent Unterschied ist, das interessiert mich nicht. Ich möchte Dollarbewegungen sehen. Ne? Und dann wird Folgendes gemacht. Also, wenn sich angenommen X sind steigende Kurse, also angenommen der Preis ist hier gestiegen, dann hast du in diesem Point-and-Figure-Chart, und deswegen kannst du das so wunderbar auf Millimeterpapier machen, dann hast du sogenannte X-Achsen. So, das heißt, immer wenn der Kurs um $1 gestiegen ist, wird das mit einem X eingetragen. Und wenn wir also jetzt sagen, heute ist der Schlusskurs $100, dann haben wir hier so ein Chartbild. Und jetzt gucken wir am nächsten Tag. Und jetzt mal angenommen, am nächsten Tag ist der Preis auf $100.87 gestiegen. Wir wollen aber nur Bewegungen abtragen, die $1 betragen. In einem normalen Chart würde jetzt dieser Tag hier wieder mit einem Candle, mit einer Bar, mit einer Linie, mit was auch immer abgebildet. In einem Point-and-Figure-Chart passiert hier gar nichts, sondern es würde erst dann was passieren, wenn hier mindestens 101 stehen oder mehr. Also angenommen, am nächsten Tag ständen dann hier 102, so, dann würde Folgendes passieren. X ist gleich $1. Dann würden hier 2 X eingetragen. So. Und genauso funktioniert das bei Abwärtsbewegungen. Wenn du also sagst, okay, der Preis ist nach unten gegangen, dann wird das mit diesen Nullen oder O's dargestellt. Und wenn du eben jetzt sagst, okay,
Der Preis ist von 100 auf 99,4 gefallen. Interessiert nicht, sondern ab 99 wird es interessant. Und dann, das heißt, du hast dann, wenn du sagst, okay, jetzt ist der Preis von 100 von mir aus auf 98 gefallen, dann kommen hier zwei O's daran. Das mag jetzt, oder Nullen, das mag jetzt für denjenigen, der das zum allerersten Mal sieht, etwas komisch ausschauen. X'en, O's, woran erkenne ich das? Eine kleine Übungssache. Aber wenn du zum Beispiel, das habe ich früher gemacht, und zwar mal eine ziemlich lange Zeit, ich habe mir damals, und das ist zum Beispiel eine super Aufgabe auch für jemand, der neu an der Börse ist und was machen will, weil es erfordert erstens Ausdauer, die meisten nicht haben. Wenn du also dich unterscheiden willst von der Masse, wenn du erfolgreicher sein willst als die Masse, dann mach diese kleine Übung, die ich dir gleich erkläre, und du lernst dabei noch was. Und zwar kannst du zum Beispiel hernehmen, kannst sagen, ich suche mir ein paar Aktien raus. Ich habe das damals mit den DAX-Aktien gemacht und ich habe mir auf Millimeterpapier jeden Tag sämtliche DAX-Aktien per Hand gezeichnet. Warum sollte man in einer Zeit, wo uns doch die Charts alle per Computer angeboten werden und automatisch generiert werden, real-time, warum sollte man dann mit Hand Charts zeichnen? Naja, der Grund ist der. Ich wette mal, dass die meisten von euch in ihrem Auto, mir geht es genauso, ein Navi haben. Ne? Das heißt, du willst irgendwo hinfahren, gibst also ein, hier, ich möchte nach Mainz, in die, was weiß ich, irgendeine Straße, gibst die halt ein und dann sagst du, Stopp. Nein, natürlich nicht Stopp, sondern Start. Und dann geht's los. Ne? Dann fährst du einfach mit dem Auto los und dann zeigt er dir halt, du musst da lang fahren und dann links und rechts und so weiter und so fort und dann kommst du da an. Und ganz ehrlich, ist es euch schon mal so gegangen, dass ihr dann irgendwo wart und wenn man euch gefragt hätte, wo seid ihr denn jetzt auf der Deutschlandkarte? Und wo könntet ihr ohne das Navi zurückfahren? Dann müsst ihr sagen, nee, tut mir leid, könnte ich gar nicht. Ich weiß gar nicht so richtig, wo ich bin. Ich weiß gar nicht so grob, wie die Richtung ist. Ne? So, das ist auch nicht schlimm, das muss man auch nicht wissen. Aber an der Börse ist es so, dass man, wenn man etwas besser weiß als andere, wenn man etwas mehr Vorsprung hat, und es müssen nicht hunderte von Prozenten sein, sondern wenn du nur 1-2% mehr Wissen hast, dann wird sich das langfristig enorm auszahlen. Und indem du Charts mit der Hand zeichnest, lernst du unheimlich viel über Preisbewegungen. Und alle großen Trader, die es gibt und die es gab, haben sich ihr Wissen angeeignet, indem sie Kursbewegungen von Jahren studiert haben, dass sie sich Charts angeschaut haben, dass sie Charts aufgezeichnet haben. Und alle großen Value-Investoren, ne? Warren Buffett und Co., warum sind die so gut? Ganz einfach, weil die Hunderte und Tausende und Abertausende Geschäftsberichte gelesen haben. Und das kann dir hier auch helfen. So, für heute machen wir an der Stelle jetzt Schluss. Ich nehme gleich noch das nächste Video dazu auf. Aber wir merken uns mal eins. Wenn man also mit einem Point- und Figure-Chart steigende Preise darstellen will, dann machen wir das mit einem X. Wenn wir fallende Preise darstellen wollen, dann machen wir das mit einem O. Und es gibt für jede, das erkläre ich euch dann später mal noch, es gibt für jede Preisveränderung eine genau festgesetzte Größe. Das kann Prozent sein, es kann ein fester absoluter Wert sein. Und wenn man jetzt sagt, okay, wenn sich der Preis weniger als um diese festgesetzte Grenze bewegt hat, dann nehme ich an dem Chart überhaupt keine Veränderungen vor. Und deswegen kannst du eben auch 30 DAX-Werte innerhalb von Minuten zeichnen. Du hast dir eine Liste, du hast dir deinen Block mit dem Millimeterpapier und dann geht es einfach los. Zack, zack, hat sich hier die Allianz verändert. Aha, 3 Dollar, 3 Euro, zack, zack, zack. Entweder X oder O eingetragen, nächste Seite. Ne? Und das geht wahnsinnig schnell, aber du lernst unheimlich viel, weil du wirst nämlich feststellen, dass trotz aller Nachrichten, die du jeden Tag liest und trotz aller Aufregung, was in den Medien so kommt und trotz aller Berichte, sich meistens gar nichts tut. Also, dass gar nicht so viel Bewegung ist. Ne? Und das ist ein unheimlicher Vorteil von Point- und Figure-Charts. Und wir gehen im nächsten Video dann noch ein wenig genauer auf das Ganze ein. Zu guter Letzt noch zwei Hinweise. Nummer eins, weil so viele gefragt haben, wegen dem Video am Wochenende. Also, wer noch ins Coaching einsteigen will, noch bis Ende des Monats
Juni, dann ist Schluss, dann hören wir dann nehmen wir das Angebot raus. Das heißt also, wer dann noch dabei sein will, tut mir leid, aber nur bis 30.06., weil ich zum 31.12. das Coaching beende. Und zweitens, ihr habt es jetzt vielleicht hier schon mal im Video gesehen, YouTube hat seinen Algorithmus etwas verändert. Das heißt, wenn ihr in Zukunft diese Videos immer wieder sehen wollt, ne, da gibt es jetzt diese Glocke, diese Alarmierung, klickt die halt einfach an, damit ihr die ganzen Videos immer angezeigt bekommt. Das hilft euch, weil sonst kann es passieren, so ähnlich wie bei Facebook, dass ihr nicht mehr alles angezeigt bekommt. Also dass ihr teilweise auch Videos als Abo nicht mehr angezeigt bekommt, obwohl ihr den Kanal abonniert habt. Drückt also auf diese kleine Glocke und alles ist gut. In diesem Sinne, wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Bis dahin, euch alles Gute, viel Erfolg. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.